Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum zu M9 Parts Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ihr seht schon, der Rivale, der Gary, der ist schon abgehauen. Wir haben ihn besiegt offscreen. Und ja, jetzt gehen wir weiter voran zum Boss von Team Rocket hoffentlich und werden den in diesem Part hoffentlich bezwingen und Team Rocket auflösen. Na dann. Hier steht ein kleiner Kerl, der hat was für uns. Hat er was für uns? Habe ich mich etwas spoilern lassen oder was? Oh, du bist kein Rocket. Du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon hier. Als Dankeschön. Zwiggy erhält Lapras. Möchtest du Lapras einen Spitznamen geben? Ich glaube, das habe ich bei den Pokémon nicht so gemacht. Nein, ich gebe ihnen keins. Kein Spitznamen. Es ist nicht genug Platz für das Pokémon. Lapras wurde in eine Box getan. Aha. Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Da steht wirklich und ist Lapras und ist sehr intelligent. Ja. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Ja, das kann es sich mit Sicherheit. Das kann sicherlich. Ich hoffe, das ist auch ein gutes Level. Also es hat auch ein gutes Level, weil wenn es jetzt Level 1 ist, das ist ja halt, also das werde ich jetzt bestimmt nicht trainieren. Bleib sofort stehen, Kleiner! Und wer kommt denn da? Jesse und James. Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Kampf gegen Jesse und James. Na, wenn sich das nicht lohnt und das nicht Spaß machen wird. Gegen Jesse und James, gegen die kämpfe ich doch immer wieder gern. Team Rocket möchte kämpfen. Da steht einfach nur Team Rocket. Nicht Jesse und James, sondern einfach nur Team Rocket. Smogmog. Lutexo. Lutexo setzt Loot ein. Vielleicht kriegst du es gebacken. So, Schlammbart. Ja. Soll er machen. Soll er versuchen. Lutexo wurde vergiftet. Das ist nicht so schön, aber ist jetzt weiterhin Loot ein. Jo, Volltreffer. Das Gift schadet Lutexo. Smog ging daneben. Immer Glut. Wir kämpfen weiter, bis es nicht mehr geht. Volltreffer. Das Gift schadet Lutexo. Das ist nicht so gut. Aber ja, wir werden es noch aushalten. Werden wir es noch aushalten? Ja, ich hoffe schon. Ja, komm. Einmal Glut noch, dann haben wir es, oder? Yay. Das könnte schwer sein. Ja, das könnte schwer werden. Ja, Tackle. Nein. Lutexo schafft es nicht mehr. Da muss wohl ein Pikachu her. Los, Pikachu, Donnerschock! Genau so. Und dann war's um das Smogmog geschehen. So, da waren es nur noch zwei. Dem Rocket wird Arbok in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Erstmal nicht. Pikachu kann auch ein bisschen weiter kämpfen. Ist ja perfekt. Also Pikachu gegen Team Rocket. Jesse und James, also das ist so legendär hier überhaupt. Los, Donnerschock! Genauso ist das im Anime, genauso ist das im Zeichentrickfilm. In der Serie. Donnerschock! Los, Pikachu, du schaffst das! Mach deinen Besitzer stolz. Mach Ash stolz. Silberblick. In Pokémon Ultramond haben wir tatsächlich. In der Tat haben wir dort ein Ash-Pikachu, also ein Pikachu mit Ash-Mütze. Das ist wirklich cool. Hier haben wir leider nur ein Pikachu, ein gewöhnliches Pikachu. Kann nach Möglichkeit auch das Pikachu von Ash sein, aber in Pokémon Ultramond haben wir wirklich das Ash-Pikachu. Das ist richtig genial.
das im Team zu haben. Das freut mich so als Pikachu-Fan so großartig. Das ist also, dass Ash Pikachu im Team zu haben, ist einfach geil. Los, Schillok! Kämpft du hier weiter? Müssen wir eigentlich nach diesem Kampf nochmal zum Pokémon Center rennen oder werden wir freundlicherweise von irgendjemandem geheilt? Oder was ist die Phase? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann wieder zurückrennen. Mein Team ist dann schon sehr geschwächt. So können wir nicht gegen den Boss des Team Rocket Teams. Team Rocket Team ist eine Doppelung. Antreten. Schnurk erreicht Level 26. Das ist schön. Dauer ist nur noch ein R. Ein Mauzi. Ja, das Mauzi. Nicht ein Mauzi, sondern das Mauzi von Team Rocket. Von Jesse und James. Das sogar in einer Folge, wenn ich mich nicht irre, sprechen konnte. Vielleicht nicht nur in einer, sondern in mehreren. Ja, ich habe die Pokémon-Filme nicht ganz geguckt, auch die Serie nicht. Ich habe einen Pokémon-Film habe ich geguckt. Das war so ein Film mit, sag schon, mit Mewtwo war das, so ein Mewtwo-Film. Wo Pikachu dann mit seinen Tränen den versteinerten Ash zum Leben erweckt hat. Das war schön. Wie immer! Wie immer. Das seid ihr mittlerweile gewohnt, oder? Team Rocket hier von mir besiegt zu werden. Zwei gewinnt 930 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Jesse und James hervor. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Mal wieder. Da verschwinden sie und mein Pokémon-Team ist nicht geheilt. Also zurück zum Pokémon-Center. Da sind wir wieder zurück, so aufgeladen im Pokémon Center und jetzt kann es ordentlich losgehen. Kommen wir zum Chef rein. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Was, wir haben einen Türöffner? Woher? Hab ich schon fast vergessen, oder was? Ah, Zwergi, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich in für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ja, wollen wir mal sehen, wer hier eine Welt voller Schmerzen kennenlernt. Giovanni, das ist doch eindeutig ein italienischer Mafia-Boss. Das klingt doch eindeutig nach einem italienischen Mafia-Boss. Den muss ich auch so sprechen. Habe ich bisher vielleicht nicht so gesprochen, aber in Pokémon Ultramons, da werde ich die Leute alle wieder sprechen müssen, deshalb suche ich mir jetzt irgendwie Stimmen zusammen. Die werde ich, ich weiß noch nicht, wie es läuft, ich habe mir noch nicht spoilern lassen, ich habe mich noch nicht erkundigt, wie das mit den Bösewichten läuft, aber es sollen ja alle Bösewichte irgendwie kommen in Pokémon Ultramond, hintereinander möglichst, wie es ausschaut, und das schaut so aus, als ob ich diese verschiedenen Stimmen dann nochmal hintereinander direkt synchronisieren muss. Man muss Giovanni mal synchronisieren, wie er so spricht. Dann muss ich Team Galactic Cyrus muss dann sprechen. Cyrus, wie spricht denn Cyrus? Cyrus, der ist so ein halt ein bisschen geerdeter Typ, der ist so halt ein bisschen, ja, der ist ein bisschen älter, der sieht auch schon so ein bisschen weiser aus, der ist halt so, ja, der ist halt von Team Galactic, aber ja, du weißt Bescheid. So, wen gab's denn da noch? Dann gab's noch diese Typen von Team, wer ist das hier, aus Omega Rubin und Alpha Saphir oder aus Rubin und Saphir. Die habe ich noch nie synchronisiert, da habe ich noch nie ein Let's Play gemacht. Das habe ich ja von Team Galactic auch noch im Grunde noch nicht gemacht, aber ja, das habe ich auch noch nicht bewusst gespielt. Ich habe es mal kurz durchgedaddelt, da habe ich das mal schnell durchgemacht, so ganz in Windeseile mal. Da habe ich die Texte nicht gelesen, deshalb, wenn ich das privat spiele, lese ich die Texte nicht vor. Spricht man denn die? Ich kenne diese Person auch von dem Text nicht, also deshalb, ja, ich weiß nicht, was die so sagen, also weil ich halt die Texte nicht gelesen habe, weil ich die Geschichte nicht verfolge, wenn ich das privat durch Rüttel dort.
Ich spiele die ganzen Pokémon-Editionen ja schon vorher, bevor ich das spiele. Also ich mache keine Let's Plays blind, weil... Also Pokémon Gelb ist jetzt wirklich blind. Das habe ich vorher keine Zeit gehabt, das durchzuspielen. Aber ich spiele das gerne vorher durch, weil... Ist dann auch schöner, mal ein bisschen selbstsicherer durch die Spiele zu gehen und halt mal zu wissen, wie es läuft. Also, und dann halt nicht gegen die Wand zu rennen und halt irgendwie ja, blöd dazustehen und dann sagen, wo geht's denn hier weiter? Wo laufe ich denn jetzt hier lang? Ist natürlich als Blind-Projekt schön, aber ja, ich will ja dann auch halbwegs gut dastehen. Wenn ich ein Spiel spiele als Let's Player, da muss ich ja auch irgendwie was wiedergeben. Ja, also, ich weiß nicht mal, wie die heißen, die von Team Magma heißen die, glaube ich, Team Magma. Naja, wie auch immer. Zum Glückstrahl haben wir das Nublikat bald besiegt. Dann gab es noch diesen aus Pokémon Y, diesen Rotschopf, dieser mit den der komischen Frisur, dieser. Unser Rot, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, von Team Flair war das, glaube ich, ja, Team Flair. Den habe ich so ein bisschen nach einer alten Berühmtheit gesprochen, dann habe ich so ein bisschen, ja, ein bisschen satirisch gesprochen und dann so ein bisschen, ja, der Weltherrschaft entschlossen. Der wollte so ein bisschen, ja, die ganze Welt besitzen und dort, ja, das gefiel ihm nicht, dass er aufgehalten wurde, der, was von Team Flair. Ja, dachte ich so gesprochen. Ja. Muss ich auch noch ein bisschen verbessern, aber. Die Sprachkabel, ja, also. Spreche ich den. Dann haben wir noch den hier, den Typen von Team. Wie hieß es? Team Plasma aus Pokémon Weiße Edition, Pokémon. Beziehungsweise Pokémon Schwarz 2. Den habe ich in Pokémon Weiß. So ein bisschen, ja, so ein bisschen ruhig gesprochen, so ein bisschen. Ja, wir wollen heute die Weltherrschaft übernehmen und wir sind ein gutes Team. Wir werden die Welt zu unseren Füßen liegen sehen und ja, ich bin Geetzus, der Boss von Team Plasma. So ein bisschen, ja. Der sah für mich so ein bisschen wie ein Kleriker aus, so von einem. Von der Sekte oder sowas, halt, könnte man halt so ein bisschen ja, ruhiger sprechen, so ein bisschen, ja, Vertreter der Sekte. Und dann haben wir Team Skull natürlich in Pokémon Sonne und Pokémon Ultramond. Da gibt's dann, ja, das sind dann diese Pappnasen. Aber der Boss so, der, wie habe ich den denn in Pokémon Sonne gesprochen, den... Hier ist der doch gleich, der. Ihr wisst, wen ich meine, den. Den Fratz dort, den. Verrückten. Großen Boss. Jedenfalls, Team Sky habe ich dann immer so. Hey, Bruno, hier sind wir, jetzt greifen wir an, jetzt sind wir ganz cool. Ja, so sind die. Ja. Die werden das schon irgendwie hinbekommen. Doppelkick. Nein, Georg, nicht du. Nein, sie haben meinen Georg besiegt. Er hat meinen Georg besiegt. Smetbo, komm du heraus. Greif das Nidoqueen an. Wie viele haben wir denn hier noch zu besiegen? Schlafbruder, das ist doch immer sinnvoll. Kratzer, bitte halt aus. Schlafbruder. Also, da pennt es ein, das Nidoqueen. Nidoqueen, nicht R. Kein R drin. So, Konfusion schläft die von fest. Das ist gut für mich. Dann kann ich einsetzen, öfters einsetzen. Brauche ich aber nicht. Gleich besiegt. Wundervoll. So, Smetbo erreicht Level 30. So, Zwerg besiegt Giovanni. Oh, jetzt schon. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, es kämen noch mindestens ein, zwei Pokémon. Zwerg besiegt Giovanni. Ja, da haben wir ihn. Ah, wieder verloren. Zwerg gewinnt 4059 Punkte und geht siegreich aus dem Kampf gegen Giovanni, den Boss von Team Rocket, hervor. So viel Geld für den Sieg über den
Team Rocket Boss. Wahnsinn. Zwergi sammelt 210 Pokédon auf. Wie aufsammeln? Naja, egal. Verdammter Mist! Du hast unsere Übernahme der vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Zwergi, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Teams Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ein Pokémon Ultramount als Rainbow Rocket oder was? So, ein PC. Und was ist da? Können wir nutzen oder was? Deswegen schaltet den PC ein. Oh, können wir tatsächlich nutzen. Können wir uns das Lapras holen. Ist ja cool. Hier haben Silfco, ich kann es nicht aussprechen. So. Bewegen, gibt's das? Gibt's nicht. Mitnehmen. Nein, muss ich erstmal ablegen, damit das geht. Ablegen. Wie legen wir denn ab? Da will ich eigentlich keinen ablegen, aber. Ist eigentlich gut, das Team. Lassen wir es erstmal so und. Ja. Gucken wir später nach dem Lapras. Wen haben wir hier? Sekretärin. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Dankeschön. Und hier ist der Präsident, der Vorsteher von Silfco. Der will sich bestimmt auch noch bei uns bedanken. Ich danke dir für die Rettung der Silfco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Zwie hält einen Meisterball. Oh, ein Meisterball. Damit können wir uns ein legendäres Pokémon fangen. Nice. Oh, da ist er. Nikadika. Dann würde ich mal sagen, raus hier. Ganz schnell. Aus Team Rockets Hauptquartier. Nein, ist nicht Team Rockets Hauptquartier. Ist Silfco. Schnell raus hier. Wollen wir uns nicht lange mehr dran aufhalten. Waren wir lange genug drin. Ich glaube, ganze 3 Parts waren wir hier drin. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Und die Musik ist auch nicht gerade angenehm hier. Ist nicht gerade die schönste Musik im Spiel, muss ich so sagen. Das ist also, ja. Ich kann mir angenehmeres vorstellen. Also raus hier. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Zack. Zack, die Duster, sind wir raus. Ja, die Musik ist doch halbwegs angenehmer. So, einmal das Pokémon-Team heilen und dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf in Richtung Pokémon-Arena. Da gibt es wahrscheinlich noch einige Male, wenn ich jetzt hier zur nächsten Arena gehe. Ja, die muss da ganz oben rechts in der Ecke sein. Nicht? Habe ich doch so in Erinnerung. Hier haben wir doch. Ich glaube, das waren sogar 2 Arenen, ja. Das waren 2 Arenen. Hier haben wir Kampf-Dojo und die Arena Safronia City. Arena-Leiterin Sabrina, oder wie hieß die? Arena-Leiterin Sabrina. Das sind Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ja. Entfernleiterin oder was? Gibt's doch gar nicht. So. Hey, warte, du Champion ins B. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese. Anstelle von psychischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Und was ist dem gewachsen? Welche Sache sollen wir nehmen? Was rätst du uns? Was wäre dein Ratschlag, wenn wir gegen Sabrina kämpfen wollten? So komme ich nicht voran. Ich muss einen Trainer besiegen. Ich kann nicht hier immer auf und ab laufen. Nee, das wird nichts. Also kommen wir nicht an. Ich hab Schiss. Ich würde gern die Kämpfe gegen die Leute verhindern, wenn möglich. Oh, hier sind wir in der Mitte, ohne einen Kampf gemacht zu haben.
Oh, Sabrina. Na dann, auf geht's, den Kampf. In den Vistun hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrschte die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Uri Geller oder was? Verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Ja. Gegen Uri Geller. Uri Geller möchte mit dir kämpfen. Sabrina setzt Abra ein. Abra, Kadabra, Simpsalabim. Da fehlen nur noch die drei schwarzen Katzen. Ja, mal gucken, welche. Ja, ich hau einfach rein. Ich bin mir nicht gerade sicher, welches Pokémon da effektiv ist gegen Psychokinese. Aber wir werden es ja sehen. Ich mach mal so ein bisschen Geronimo heute. Vielleicht schaffen wir es sogar direkt auf den ersten an Schwung hier, auf den ersten Versuch. Mal schauen. Glut, Atexo, Atexo ging daneben, ja. Glutexos Attacke ging daneben. Was? Das geht wohl nicht mehr. Wurde verhindert. Blitz. Attacke schlug weh. Zerschneider. Zack. Bringt mehr als Glut. Also ja. Schön mal Zerschneider einsetzen. Ging daneben. Aber setzt nur Blitz ein. Ja, ist klar. Ging daneben. Wieso geht das hier so daneben? Kann ich die Attacke nur einmal einsetzen oder was? Blitz! So, Kratzer. Bringt auch ein bisschen mehr. So, noch einmal einsetzen. Ja, zack. Und Abra Level 50 besiegt. So, Glutexo hat das gut gemacht. Waren es nur 2? Dann gib mir mal den 2 Pokémon. Zeig, was das nächste ist. Abra Kadabra. Und das nächste ist das letzte Simsala, oder? Das wäre garantiert, oder? Psychokinese. Mal sehen, wie Glutexo das aushält. Hm? Ja, das habe ich erwartet. Gar nicht. So, Pikachu. Von dir erwarte ich eigentlich, dass du gegen Psycho effektiv bist, aber ja, ich kann dich auch irren. Psychokinese, mal sehen. Na komm, komm, hältst das aus, hältst das aus. Nicht die Bohne. So, wie wär's mit Chillok? Das könnte doch. Könnte doch sein. Vielleicht, bitte, Blubstrahl. Genesung. Ja, was willst du denn da genesen? Du bist komplett geheilt. Du brauchst das nicht. Ach du Scheiße. Das war wohl nicht sehr effektiv. So, geheilt. Aquaknarre. Komm, ich brauche eine Attacke, die reinhaut. Das kriege ich wohl hier mit meinen Wasserattacken nicht hin. Psykraft. Biss. Daneben, ja, und mit diesen Attacken, die der einsetzt, dieses Psychkraft, das scheint scheinbar irgendwie Sache durcheinander zu bringen. Oha! Schluck setzt Bliss ein, geht daneben, natürlich geht's daneben. So habe ich noch Beleber mit dabei, natürlich habe ich keine Beleber mit dabei, ja, natürlich nicht. Hm, Pokeflöte, kann ich den einschläfern oder was? Ja, kacke. War ja auch klar, dass wir es nicht beim ersten Versuch schaffen. Psychokinese. So, Schluck ist besiegt. Ja, wäre der Wahnsinn, wenn das ausgehalten hätte. Ein Georock, vielleicht. Ja, der ist ein Typ Kampf, oder? Der ist ein Typ Gestein eigentlich, aber. Schaufler. Komm, kriegen wir es hin. Der hält sich wieder selbst. Ach, die solche Attacken, die hasse ich doch, die. Abscheulich finde ich das. Abscheulich sowas. Wenn die sowas können. Oha! Schaufler ist gut. Schaufler ist toll. Psywelle. Ja, schadet auch. Aber nicht viel. Gräbt sich ein. Psychokinese geht daneben und hau rinne, Schaufler. Und das jetzt bitte noch bei Simsala mit beibehalten. So, Georg reicht Level 39. Spitze. Simsala. Na, wenn ich das nicht. Habe ich das nicht gewusst, habe ich es nicht gesagt. Doch, ich hab's gesagt. So, dann besiegen wir mal das originelle Pokémon Simsala hier wirklich mit den 2 Löffeln. Das ist doch eine 100%ige Anspielung. So. Gräbt sich ein. Genesung. Ja, Genesung bringt dir jetzt noch nichts.
Und jetzt auch nichts mehr. Ja. Du kannst dir hoffentlich nicht komplett heilen, oder? Genesung ist nicht komplett. Doch, Genesung ist komplett. Ach du Schande. Psychokinese, superb. Bringt nämlich nichts, wenn ich verschaufelt bin. So, und jetzt nicht Heiler einsetzen. Psychokinese, dankeschön. Na, komm, Georg, wie viel hältst du aus? Oha, oha, oha. Scheiße. Ich hatte jetzt auf Georg gesetzt, dass es das schafft. Flug-Pokémon. Tauburga. Kannst du da was anrichten? Psychokinese. Ach du Schande. Halt aus, halt aus, halt aus, halt aus, halt aus. Fliegen einmal einsetzen und dann. Angst. Mistikack. Smetbo, von dem erwarte ich mir hier jetzt nicht viel. Ich habe keine Beleber. Nein, 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 nein. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Ah. Ich hätte einen Beleber mitnehmen sollen. Ah, das tut doch weh jetzt hier. So kurz vorm Ende. Ah. Nein. Und jetzt ist der auch noch so unanfällig gegen die Attacken. Und ich habe nicht Schlafbruder eingesetzt. Ich hätte Schlafbruder einsetzen sollen. Ah, hätte, hätte Fahrradkette. Psychokinese besiegt mein Team. Ah, ouch. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Ich würde mal sagen, holen wir uns ein paar Beleber und ein paar Tränke und dann zack, rein wieder hier. Und versuchen wir es noch ein zweites Mal. Versuch 2 wird vielleicht klappen. Zwergi fällt in Ohnmacht. Pokémon Center, bin ich jetzt geheilt? Scheint so. Ja. So, wo gibt es ein paar Beleber zu kaufen? Ich habe jetzt genug Geld von Giovanni bekommen durch den Sieg durch gegen ihn. Das Psychologenhaus? Psychologenhaus. Dann gehen wir doch mal rein. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Können Sie mich heilen? Ja, ich habe so große Versagensangst. Immer wenn ich in Pokémon verliere, hier immer in der Arena kämpfen hier, das ist so schlimm hier. Das, da muss ich immer, da werde ich immer ohnmächtig. Das ist. Doc, können Sie mir sagen, was los ist? Das ist. Ich werde immer wieder ohnmächtig. Das ist doch unmöglich. Ich bin ein Junge. Das ist. Wie kann ich denn ohnmächtig werden? Das muss doch eine Krankheit sein, ja. Ich werde immer so ohnmächtig. Das ist halt. Das ist eine Plage. Ich will doch bitte mal weiterkämpfen können. Warte, sag kein Wort. Ich habe schon einige Wörter gesagt. Suchst dies hier, oder? Zwinge hält TM 29. Doc, kann das mich heilen? Doktor, Doktor. Sagen Sie mir, was hilft? TM 29, kann ich damit irgendwas, kann ich damit verhindern, dass ich ohnmächtig werde nach einem Arena-Kampf? Was soll ich, was bringt mir das? Doc, helfen Sie mir doch, Sie sind Psychologe. Helfen Sie mir. Ach, was ein Doktor. Nicht sehr hilfreich, dieser Doc. So, gib mir ein paar Tränke, das ist schon in Ordnung. Gib mir einen Beleber. Damit komme ich zurecht. So, ein Pokémon-Markt hier irgendwo in der Nähe. Und wäre ich sehr dankbar drüber, wenn es hier irgendwo einen Pokémon-Markt gäbe. Ja, du bist kein Pokémon-Markt. Finde das Pokémon-Markt. Pokémon-Center? Sind die im Pokémon-Center? Nein, die sind verschieden. Da ist ein Markt, ich sehe einen Markt. Dann gehe ich mal zum Markt hin. Psycho, heute ist ja alles Psycho. Ich hätte gern ein paar Beleber. Ich hoffe, ich habe noch genug mit dabei. Jo, dann mal Ofi zur Arena und wir versuchen es ein zweites Mal. Geben wir wieder unser Bestes und stürzen uns auf in den Kampf. Na dann, auf geht's in den Kampf. Wir versuchen es ein zweites Mal. So, sie hat meine Zukunft gesehen. Sie hat ihre Zukunft gesehen. Wissen wir, wir haben den Text schon gelesen. Auf geht's zum zweiten Versuch gegen die Arena-Leiterin. Psychokinese, ja. Jetzt wissen wir, dass Georg stark ist. Wir schaffen es. Los geht's. Aber erst im nächsten Part. Ja. Schöner Cliffhanger. Bis dann. Ja. Gehabt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao. Adios. Bis dann, bis zum nächsten Part.